In der Region um Halle und Leuna in Sachsen-Anhalt ist die Chemieindustrie allgegenwärtig und die braucht viel Energie. Dazu gehört auch Wasserstoff und der soll künftig klimafreundlich erzeugt werden. Dafür entsteht im nahegelegenen Bad Lauchstädt ein besonderer Energiepark. Windräder produzieren künftig Strom, mit dem grüner Wasserstoff erzeugt werden soll. Dieser kann dann von der nahegelegenen Industrie genutzt werden. Der Knopfdruck ist nur symbolisch, doch die Wirkung soll es in sich haben. 8 neue Windräder gehen in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt offiziell in Betrieb. Hier soll die Energiewende umgesetzt werden, in einem sogenannten Reallabor für grünen Strom, grünes Gas und eine CO2-neutrale Industrie. Wir wollen die Energie der Zukunft hier erzeugen für unsere energieintensive Industrie und die braucht in Zukunft grünen Wasserstoff. Der Windpark erzeugt hier den grünen Strom. Mit ihm wird eine Elektrolyseanlage betrieben, die aus Wasser grünen Wasserstoff macht. Durch Pipelines strömt das umweltfreundliche Gas dann zu den Industriekunden im nahen Chemiepark Leuna. Überschüssiger Wasserstoff wird unterirdisch in Kavernen gespeichert. Hier lagert auch noch ein Teil der deutschen Gasreserven. Bevor grüner Wasserstoff dazukommt, muss die Herstellungsanlage fertig gebaut werden. Sogenannte Elektrolyseure, die hier ganz in der Nähe ihren Platz finden werden. Wir sind als Elektrolyseprojekt, also als Wasserelektrolyseprojekt, momentan das in Deutschland größte Projekt, wahrscheinlich sogar auch in Europa das größte Projekt. Die Erfahrungen, die wir hier sammeln, sind dann für Gesamtdeutschland relevant, für alle Netzbetreiber in unserem Land und ja, wir leisten echte Pionierarbeit hier. Läuft alles nach Plan, könnte ab Mitte nächsten Jahres der erste grüne Wasserstoff von hier zu den Großkunden, wie die Totalraffinerie, nach Leuna geliefert werden.